herzlich willkommen bei Racing Fun TV. Ich habe euch ja jetzt schon einige Anleitungstutorials gemacht und auch diverse Motorsport-Videos zugeschickt. Und jetzt dachte ich mir, warum zeigt stehen jetzt nicht einfach mal den meinen lieben Abonnenten mal was hier von mir. Genau. Also, das hier ist mein Autochen. Das ist mein 73er Ford Capri. Und ist einer von den letzten, ursprünglich als 1,3 Liter mit 55 PS ausgeliefert worden. Und genau, ich schnappe jetzt einfach mal die Kamera und dann machen wir einen kleinen Rundgang. So, also das hier ist jetzt mein Fahrzeug, 73er Ford Capri. Ich habe ihn umgebaut auf Doppelscheinwerfer mit RS-Chromstoßstangenecken, mit einem Motorsport-Frontspoiler. Dann habe ich sehr seltene Ria Classic gefunden in 7x15. Und dazu musste ich die Radschrauben selbst drehen aus hochfestem Edelstahl. Dazu habe ich hier hinten eine größere Bremsanlage verbaut von einem Ford Capri 2,8 Liter Turbo mit innenbelüfteten Bremsscheiben und Red Stuff Bremsbelägen und wärmebehandelten Bremsscheiben, damit das ganze Ding schließlich auch mal richtig bewegt werden kann. Dazu haben wir hier relativ günstige, aber gar nicht mal so schlechte Reifen verbaut. Das sind die Regal Racer, die kosten 45 Euro pro Stück, in der Größe 195, 50, 15. Hinten haben wir umgerüstet auf eine größere 3 Liter Bremstrommel, völlig ausreichend bei dem Fahrzeuggewicht, nämlich ursprünglich ist das für ein 1250 Kilogramm schweres Fahrzeug ausgerüstet worden und der hier hat jetzt nur 900. Ha, ein kleiner Würfel habe ich ja auch noch hingemacht. Genau, so, dann geht's weiter. Das hier ist eine kleine Anekdote an den, wie soll man das jetzt so sagen, an Werner oder sowas. Also zwei Kolben und das ist halt einfach, das muss sein. Und hier haben wir die Auspuffanlage. Genau, dann zeige ich euch etwas hier von der Auspuffanlage. Eben hier ist der Dämpfer mit einer selbstgeschweißten Aufnahme hier oben. Und die geht dann hier in 65 mm weiter nach hinten über meine lackierte Achse mit Sperre. Und an der hier links und rechts noch Einblattfedern angebracht sind. Man sieht hier gut das Profil von den Reifen. Genau, den Unterboden habe ich auch komplett überholt. Da vorne sitzt ein Dämpfer mit Zulassung. Die Dämpfer sind von FK und eigentlich für den Golf. Die habe ich angepasst entsprechend. Die Auspuffanlage ist komplett in Schwarzhammerit lackiert und es hält seit 2 Jahren. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Dazu hier wurde ein größerer Stabi hier hinten nachgerüstet. Bei der Hinterachse, ich muss dazu die ISO etwas höher drehen, genau, dieses rote Stück, was ihr hier sehen, Bremsleitungen wurden natürlich alle komplett neu montiert. Oh, hier hat es wieder ein bisschen angefangen zu rosten, aber das passiert, ich fahre das Auto ja schließlich auch so gut wie jeden Tag, wenn ich kann, außer im Winter, obwohl wir haben jetzt Februar und ich möchte jetzt auch wieder fahren. Ah, hier sieht man ganz gut meine nachträglich angerüstete Benzinpumpe, die ich für den Turboumbau benötige. Dass genügend Druck anliegt. Ja, das war soweit vom Unterboden. So, das hier sind meine verbauten Spiegel. Die stammen von einem Pontiac. Und hier sieht man, dass mein Lackierer etwas gepfuscht hat. Und zwar, der Lack hat er nicht richtig aushärten lassen. Und es war einfach wieder Pfusch am Werk beim Lackierer. Hab zwar genug gezahlt, aber naja, was will man machen? Mit manchen Leuten kann man nicht verhandeln. Hier sieht man wunderschön, wie die Kanten nachgearbeitet wurden. Das hat mein Vater gemacht. Und auch die Spaltmaße entsprechend eingestellt. Was auch sehr wichtig ist und was viele nicht wissen, ist, wenn bei einem 1er Capri hier diese Sicke verspachtelt ist, die hier, dann hat er bestimmt schon mal einen neuen Schweller eingesetzt bekommen,
was eigentlich inzwischen so gut wie alle Ford Cabris haben. Nur ich habe noch den Originalschweller. Alles an dem Auto war so marode und verrostet, aber der Seitenschweller, der war top in Schuss. Jetzt schauen wir uns mal den Innenraum an. Und zwar, hier habe ich Sparko-Vollschalensitze verbaut, links und rechts, und ein Feuerlöscher. Hier hinten habe ich aus sicherheitstechnischen Gründen einen Überrollkäfig verbaut, einen Überrollbügel. Und damit die Schrauben nicht rosten, hier unten, habe ich die Schrauben zusätzlich mit Klarlack versiegelt. Und das Ganze funktioniert wunderbar. Genau. Man sieht hier auch schön, hier habe ich eine Kamerahalterung angebracht am Überrollbügel, wenn ich mal auf Rennen fahre, dass man eine schöne Onboard-Aufnahme hat. Hier hinten sind die Schrot-Dreipunktgurte montiert auf der Hutablage und auch die Aufnahmepunkte für den Überrollbügel. Die hinteren Rücksitze, die sind in einem schönen Schwarz mit Mittelarmlehne. Das ist eine sehr seltene Ausstattung, die es beim Cabri nur sehr selten gab. Da bin ich sehr stolz drauf. Die habe ich nachträglich eingebaut und sie ist noch original, also nichts nachbezogen oder sonst was, und wirklich in einem Top-Zustand. Auch hier hinten die Seitenteile sind noch original. Ich habe lediglich die Chromzierleisten erneuert. Die Hutablage ist übrigens neu reingekommen und aus GFK. Weil es doch nicht ganz ohne Musik geht im Auto, habe ich mir verbastelte Türverkleidungen rausgesucht, die bereits zerschnitten waren. Also ich hätte niemals an einem Klassiker so etwas gemacht, bei originalen Teilen. Und die hatten bereits ein Loch für einen Lautsprecher. Und dann habe ich Hyphonics Warrior Lautsprecher gesucht mit einer sehr flachen Bautiefe. Und die leisten etwa 250 Watt. Das ist an sich eigentlich echt gut. Und an was ich aber dabei nicht gedacht hatte, dass die Fensterkurbeln da nicht mehr passen. Denn durch die größeren Lautsprecher haben dann die Fensterkurbeln nicht mehr gepasst. Also musste ein Adapter her. Den habe ich dann gedreht. Und seitdem geht das Ganze ohne Probleme auf und zu. Ja, Geschichten schreibt die Zeit. Das hier ist ein neuerer Schaden, nämlich ich habe nachträglich eine Zentralverriegelung eingebaut mit Alarmanlage, die war mit dabei, und habe jemand mitgenommen. Und die Alarmanlage ist so eingerichtet gewesen, dass es das Fahrzeug abschließt, auch wenn man fährt. Ja, dann wollte halt jemand aussteigen, als ich den Motor noch laufen gelassen habe, und hat mir dann hier halt prompt die komplette Zierleiste mit dem Griff abgerissen. Was soll ich sagen, das kotzt mich ganz schön an, aber den Schaden muss ich jetzt noch beheben. Ansonsten ist es ja im Endeffekt echt in Ordnung, aber das muss ich jetzt wieder ganz kriegen. Sehr stolz bin ich auch auf diese seltenen Sonnenblenden. Die hat früher mal jemand gemacht auf Cabri-Treffen in den 80er Jahren und da konnte ich welche ergattern. Kommen wir nun zum Dachhimmel. Der Dachhimmel, der Wagenhimmel, war nicht ursprünglich schwarz. Den habe ich nämlich beziehen lassen, schwarz. Ich habe den alten runtergemacht, habe entsprechend Stoff dafür besorgt und beim regionalen Sattler machen lassen. Und das Ganze hat wirklich sehr gut funktioniert für rund 120 Euro. Und der Stoff hier hat 80 Euro gekostet. Und dafür ist das Ergebnis doch sehr anschaulich geworden. So, hier haben wir dann die Kommandozentrale. Und genau, ein Drehzahlmesser bis 8000 Umdrehungen. Hier die Nadel, die steht hier leider immer ein bisschen. Funktioniert trotzdem korrekt. Dann haben wir ja, eben Öltemperatur, Volt-Warnanzeige, Batterieanzeige, Geschwindigkeitsanzeige bis 230 km/h. Wenn er hier unten ansteht, weiß ich immer, 250 km/h sind angesagt. Hier drüben Zündung, Wassertemperatur und
Tank. Genau, bei der Wassertemperatur gibt es was ganz Interessantes zu sagen. Hier. Denn ich habe den falschen Geber verbaut. Aber ich weiß immer, wann ich heizen kann, sobald die Nadel hier oben im oben roten Bereich angekommen ist. Dazu habe ich hier unten, muss ich jetzt leider wieder festkleben, zusätzlich einen Temperaturgeber montiert, der mir digital die exakte Wassertemperatur anzeigt. Beziehungsweise auch Öltemperatur. Denn die Öltemperatur, die habe ich hier unten montiert. Dann, damit das Radio etwas zum Klassiker-Look passt, habe ich das Radio schwarz lackiert und entsprechend abgeklebt. Ich habe absichtlich ein verschnittenes Armaturenbrett genommen, weil ich hätte niemals bei einem Klassiker ein Armaturenbrett zerschnippeln können wegen einem Radio. Genau. Er hat auch hier die Vollausstattung mit allem Möglichen. Dann habe ich hier den Aschenbecher. Und hier unten dran habe ich mit vier Schrauben noch einen DVD-Player, der über das Radio gesteuert werden kann. Und den habe ich im Endeffekt deshalb da drin, weil ich, wenn ich den Laptop anschließe, kann ich damit die Lambda-Werte überwachen. Nicht nur mit meiner Lambda-Kontrollanzeige hier, sondern auch die Daten aufzeichnen und die dann per Bildschirm ausspucken. Und den Bildschirm mit allem drumherum habe ich festgeschraubt mit vier Schrauben. Auch hier mit der Ladedruckanzeige und hier unten Abgastemperaturanzeige. Damit ich die komplette Einheit hier einfach rausnehmen kann, damit der Klassiker wieder einen klassischen Look hat. Und genau, das ist im Endeffekt so die Kommandozentrale, die ich benötigt habe für den Turbo-Umbau. Wie gesagt, aber es sind nur vier Schrauben, die kann ich wieder wegmachen, ohne Probleme. So, jetzt zeige ich euch mal, wie schnell der Gute anspringt. Gang raus. Und das war's schon. So, jetzt machen wir ihn wieder aus. Was bestimmt auch für einige interessant ist, den Scheibenwischer betätigt man über diese zwei Schalter. Einmal langsam, einmal schnell. Genau. Und es gibt hier keinen Hebel. Hier unten bei der Pedalerie hätte ich aber noch hier eine Pumpe für das Spritzwasser. Und immer wenn ich hier drauf drücke, laufen dann auch die Scheibenwischer, also quasi auf dem vierten Pedal. Den habe ich aber abgestellt, nämlich ich lege ab und zu meinen Fuß hier einfach so ab und dann möchte ich nicht erst die ganze Zeit die Scheibenwischer laufen. Da bediene ich die Scheibenwischer lieber manuell. So, ich habe nun die Motorhaube geöffnet und jetzt schauen wir uns mal das Herzstück an. Um was handelt es sich denn hier? So, wir haben hier einen 2 Liter OHC 8V. Pinto-Motor, wie man ihn auch nennt, Turbo aufgeladen mit MyTurbo-Vergaseranlage aus einem Capri MyTurbo. Und genau, dieses System hätte, so wie es hier drin ist, quasi auch schon vor 40 Jahren gebaut werden können. Mai hat das auch damals so schon gebaut, im Prinzip. Die meisten Motoren, die allerdings damals mit MyTurbo ausgerüstet wurden, waren die 2,3 Liter und 2,6 Liter V6 Motoren, die dann 188 respektable 206 PS leisteten.
So, dann fangen wir am besten mal bei der Basis an. So, was ist das Wichtigste? Bei diesem Motor war es sehr entscheidend, hier hinten, hier unten, auf den entsprechenden Motorchor zu achten. Es war mir wichtig, dass das ein 205er Block ist. Das steht auch auf der Seite vom Motor nochmal dran. Es muss ein sogenannter N4B Motor sein. Oder N4A, dann müsst ihr allerdings die Verdichtung reduzieren. Das Interessante bei den Motoren ist, dass der Block identisch ist mit dem Cosworth Block, der auch im Sierra Cosworth Turbo verbaut wurde. Dieser 8V Block wurde in sehr vielen Sierra Modellen verbaut und ist mit 8,5:1 serienmäßig verdichtet und damit schon ideal geeignet für die Turboaufladung. So, hier hinten haben wir es auch schon dran stehen, GT28R Baby Turbo. Warum geht ein GT28R? Eigentlich ist das hier ein GT2560R Lader, allerdings mit einer größeren Abgasseite, was ihn zu einem GT28R Lader macht, im Endeffekt. Der Turbolader wurde mit einem sogenannten Top-Mount-Fächerkrümmer montiert. Und Top-Mount heißt einfach, dass er hier oben nach oben hin angeschlossen wird. Der Turbokrümmer wurde mir gebaut von Andreas Meyer von Get Charged. Die Firma kann ich nur empfehlen zum Tuning. Turbo-Tuning sind ziemlich verrückte Leute, ziemlich cool. Das andere Interessante an diesem Krümmer ist, dass er gleiche Längen hat. Das ist sehr wichtig für eine, damit der Turbolader gut anspricht und dass es einen geringeren Abgasgegendruck gibt. Ebenfalls ist es wichtig, diese Art von Krümmer zu verwenden, da die Leistung bei höheren Drehzahlen damit immens zunehmen kann, im Gegensatz zu herkömmlichen Turbokrümmern, die 4-in-1 funktionieren. Kommen wir nun zum Turbolader. Hier haben wir die Abgasseite, wie gesagt schon eine größere verbaut, vom GT28RS. Dann haben wir hier die Verdichterseite. Hier hinten haben wir AR64, hier vorne AR42. Das heißt ein etwas kleineres Verdichtergehäuse, etwas größeres Abgasgehäuse. Warum? 2 Liter Hubraum. Für höhere Drehzahlen ist es gut und das hier fürs Ansprechverhalten entsprechend nicht zu groß gewählt. Dann haben wir hier natürlich einen Luftfilter mit Kaltluftzufuhr. Die Luftzufuhr geht hier unten durch. Hier. Und hier. Über den Nummernschild geht die Luft rein und gelangt dann so kalt in den Turbolader hinein. So, hier wird alles verdichtet, dann gelangt die Luft hier weiter runter, hier herein in den Ladeluftkühler, der verdeckt ist von diesem Schutzblech, Windleitblech, wie ich es jetzt nennen mag, weil es leitet die Luft zum Kühler weiter nach hinten. Das ist wichtig, dass das Kühlwasser kalt bleibt. Der Ladeluftkühler sitzt dann hier unten. So, der Ladeluftkühler sitzt dann hier unten. Hinter dem Grill an der Frontstoßstange und da geht bis nach ganz unten, also ist ein relativ großer für diese Motorleistung. Davor ist noch ein Lüfter, ich habe es platzbedingt nicht anders hinbekommen, funktioniert jedenfalls so. Da will wohl jemand verheizt werden da hinten. Naja, gehen wir weiter. Ich muss die ISO wieder runterstellen. So genau, nachdem die Luft abgekühlt wurde, dadurch wird auch ein höherer Ladedruck erzielt, wenn sie abgekühlt wird durch Ladeluftkühlung, gelangt sie dann hier rein in den Vergaser. Der Vergaser musste komplett druckdicht gemacht werden. Was heißt es, wenn der Vergaser komplett druckdicht gemacht werden muss? Es heißt, er muss geschlossen werden, in einem geschlossenen System stecken. So, deshalb ist hier auch überall Silikondichtmasse, beziehungsweise Silikonkleber, dass die Luft... die verdichtete Luft in den Vergaser reingedrückt wird und die Schwimmerkammer wird dann ebenfalls unter Druck gesetzt, weil die Schwimmerkammerbelüftung befindet sich bei diesem Vergaser auf der Oberseite. Wenn Sie also einen Vergaser haben, der die Schwimmerkammerbelüftung irgendwo woanders hat, muss die Schwimmerkammerbelüftung separat angeschlossen werden an die Ladeluft, dass der Druck im System gleich bleibt. So, jetzt das Interessante, wenn wir einen höheren Druck haben im System selbst, brauchen wir auch einen höheren Benzindruck. Dazu brauchte ich eine höhere Benzinpumpe, mit einem höheren Druck und einer höheren Förderleistung. So, dazu habe ich hinten am Tank eine Mercedes-AMG Benzinpumpe verbaut mit, was hat sie, Förderleistung etwa 300 Liter die Stunde und 4 Bar Druck und hier neue Leitung verlegt und das hier ist dann...
Der Druckregler, der den Benzindruck, der Benzindruckregler, ein ladedruckabhängiger Benzindruckregler, der es am Ganze erst ermöglicht, einen Vergaser mit Turbo zu fahren. So, wie funktioniert das Ganze? Hier oben bei dem roten Schlauch liegt Ladedruck an. Ich folge diesem roten Schlauch jetzt. So. Und dieser rote Schlauch habe ich mittels T-Stück, wie man hier sieht, direkt angeschlossen an den Turbolader und auch die Druckdose. So, jetzt gehen wir wieder mit dem Schlauch mit. So, genau, hier liegt dann Ladedruck an. Das ist schon mal wichtig. Was passiert? Hier drin sitzt eine Membran. Sobald Ladedruck anliegt, drückt die Membran nach unten und öffnet die Membran, sodass von hier hinten, wo das frische Sprit Benzin herkommt, lässt dann mehr Benzin durch, durch diese Leitung, die dann zum Vergaser fließt. Ganz einfach. Das überschüssige Benzin wird hier weiter unten, wenn man es sieht, ja, hier sieht man es, über eine Rückleitung zurück in den Tank geleitet. So, und er arbeitet so, Grundeinstellung des Benzindrucks 0,3 bar plus Ladedruck. So, das heißt, bei einem Bar Ladedruck 1,3 bar Benzindruck. So einfach ist das Ganze. So, dann haben wir hier noch etwas Oldschool-mäßiges, und zwar die Kühlrippen für die Zündspule. Das hält die Zündung kühl, auch wenn sie mal auf Temperaturen kommt. So, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, Zylinderkopf bearbeitet, Ventile bearbeitet, klar, muss sein. Nockenwelle ist serienmäßig vom 2 Liter Sierra Motor. Funktioniert sehr gut, dreht bis fast 7000 Umdrehungen, entwickelt eine sehr schöne homogene Leistung, schon ab 2500 Umdrehungen. Sehr schönes Drehmoment, ich glaube über 220 Newtonmeter bereits ab 2500 Umdrehungen. Das heißt, es liegt also immer Power an, quasi. Und natürlich maximales Drehmoment ist höher und auch bei höheren Drehzahlen, aber bereits 220 Newtonmeter bei 2500 Umdrehungen. Und das bei einem 900 Kilogramm schweren Auto, also echt nicht zu verachten. Dann kommen wir hier zur Downpipe oder zum auch Hosenrohr genannt. Es ist wichtig, dass es so groß ist wie möglich. Hier habe ich 3,5 in 3 Zoll. Und hier oben eine Lambda, Breitband-Lambda-Sonde angeschlossen, um das ganze Auto auch abzustimmen. Kommen wir jetzt zu den weiteren Gimmicks von diesem Motor. Warum habe ich hier zum Beispiel einen Luftfilter hängen? Na, wer errät's? Genau, Kurbelwellengehäuseentlüftung. Die sitzt hier unten. Hier kann man sie sehen. Die muss offen sein, beziehungsweise es muss ein Luftfilter drauf sein. Für den TÜV ist es einfach wichtig, dass die Dämpfe nicht einfach so ins Freie gelangen. Oder beziehungsweise ein Catch-Tank sollte verbaut werden, was noch empfehlenswerter wäre. Kommen wir nur noch zu ein paar Gimmicks, die nicht viele Leute wissen. Und zwar die Neigung des Turboladers. Ha. So, es ist ja ein Wasser und Öl. Also in Öl geschmierter und Wasser gekühlter und auch Öl gekühlter Turbolader, gleitgelagert. So, ich habe hier diesen Wasseranschluss von hier oben genommen, an dem Thermostat. Und dieser Wasseranschluss geht hier rüber und geht hier unten in den Turbolader rein. In etwa einem Winkel von, was werden das sein, vielleicht 10 Grad, die der Turbolader geneigt ist. Okay? Da geht das Wasser rein. Und hier, oben hier, geht das Wasser wieder raus, mittels T-Stück zurück in den Kühlkreislauf. Okay? So, das Interessante ist, wenn der Turbolader geneigt ist, es verändert die Wärmeabfuhr, wenn die Neigung sich verändert vom Turbolader. Das heißt, es ist entscheidend zu wissen, dass wenn der Turbolader um 10 Grad geneigt ist, dass dann die Wärmeabfuhr größer ist, wenn es 10 Grad geneigt ist, durch das Wasser, wenn es hier unten reinkommt und hier oben wieder rauskommt. Weil, logischerweise, heißes Wasser steigt nach oben und nicht nach unten. Wenn also jetzt von hier das heiße Wasser reinkommen würde, müsste es ja nach heißem Wasser will nach oben, ja? Sondern es würde gegen den Widerstand des eigentlichen Wassers ankämpfen. Das hatte man damals schon in den Vorkriegsfahrzeugen berücksichtigt, dass einfach heißes Wasser nach oben will. Logisch. Denn im Turbolader drin wird es extrem erhitzt, dass es schon fast Dampf ergibt. So, und genau, und wenn man es einfach 10 Grad neigt, dann hat das Wasser einfach viel einfacher, nach oben wegzukommen, weil heißes Wasser automatisch nach oben will.
Und dadurch nimmt man dem Turbolader Temperatur raus. Na, Physik? Wieder ein bisschen aufgepasst? Haha, schön zu wissen. Ich denke mal, das hat euch bestimmt noch nicht der Pierre erzählt. Ja, mit seinem Turbo hier, so Nissan GTR-Umbau bei BP Motorentechnik. Okay, machen wir weiter. Hier oben haben wir die Ölzuleitung für den Turbolader. Hier. Und die musste ich einfach irgendwo am Block abnehmen, wo sowieso Öldruck anliegt. Das habe ich hier unten gemacht. Ich muss es kurz suchen, dass man auch es schön sieht. So. Die ISO ein bisschen heller stellen. So, hier seht ihr es. Es sieht nicht schön aus. Es ist so ein Viereckstück. Ich habe da sehr viel Dichtmasse hingeschmiert, um die Kupferringe, dass das Ding auch richtig dicht bleibt, weil es hat am Anfang etwas geölt. Aber so ist es jetzt immerhin dicht. Und das hier ist noch für den Öldruck, die Leitung. So, hier befindet sich nun der Ölrücklauf. Es ist dieser schwarze Schlauch, dieser schwarze Samco-Schlauch. Und er führt hier unten zurück in den Block. Genau. Und Samco-Schläuche sind ideal dafür geeignet als Ölrücklaufleitungen, weil sie halten sehr hohe Temperaturen aus. Also merken, Samco-Schläuche sind gut. Was gibt es sonst noch zu erwähnen? Ja, hier, ich habe einen größeren Kühler eingebaut. Und ja, ein bisschen hier und da ein paar Teile lackiert. Die Motorgummis sind noch interessant. Und zwar habe ich verschiedene Motorgummis verbaut. Die sitzen hier unten. Hier, das hier sind die Motorgummis. Und zwar habe ich den Motor etwas zur Beifahrerseite geneigt. So, dass die Gewichtsverteilung, wenn nur ein Fahrer drin sitzt, etwas mehr Richtung Beifahrerseite gelangt. Und beim Getriebe entsprechend auch darauf aufgepasst, wenn es eingebaut wird. Hat funktioniert schon seit 20.000 Kilometern so. Ich glaube, das kann ich so lassen. Kommen wir nur noch zu einem Punkt, der mir auch sehr wichtig war, eben die Bremsanlage. Ich habe hier einen Bremskraftverstärker von einem BMW E36 M3 verbaut. Und dazu ein Audi 23er Hauptbremszylinder vom Audi 200 Quattro. Und ja, die Leitung entsprechend neu verlegt. Es bremst sehr, sehr, sehr gut, muss ich echt zugeben. Sehr spontan reagiert dieses Ding, wenn man drauf drückt. Und es fühlt sich einfach echt an, als würde man zum Beispiel in einem M3 sitzen und dort bremsen, weil er verzögert echt brachial. Das Ansprechverhalten ist grandios, dieser Bremsen. Da der Motor original über eine mechanische Benzinpumpe verfügt, musste ich diese noch mit einem Plättchen verschließen, wie man hier sieht, neben dem Ölfilter. So kann man jetzt schlecht sehen, aber ich habe hier drin, im Motor selbst, habe ich die Pleuel ausgewogen, auf gleiches Gewicht gebracht, poliert. Die Kolben, also auswiegen, heißt nicht nur auf gleiches Gewicht bringen, sondern auch auf rotierende Masse achten. Dazu mache ich aber noch ein separates Tutorial, wie man das macht. Dann haben wir hier noch eine ganz normale Verteilerzündung, noch mit Kondensator und Unterdruckverstellung. Die Unterdruckverstellung funktioniert sogar bei Turbo. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Und zwar hier drin im Vergaser sitzen schließlich Drosselklappen. Wenn die Drosselklappen schließen, ist auch kein Ladedruck vorhanden und dann herrscht Unterdruck in der Ansaugbrücke, weil die Klappen schließlich geschlossen sind. Der Motor saugt an gegen Klappen. Es entsteht immer ein Unterdruck. Und dadurch wird dann das hier angeschlossen, die Zündung, die Unterdruckverstellung entsprechend hier hinten an der Ansaugbrücke, also zwischen Drosselklappe und Vergaser, wo ein perfekter Unterdruck herrscht. Dadurch, durch die Unterdrucksteuerung, hat man im Leerlauf einen sehr geringen Zündzeitpunkt von 8 Grad VOT in etwa eingestellt. Kommen wir zum weiteren Punkt. Hier drin ist noch eine Fliehkraftverstellung und mit steigender Drehzahl wird die Zündung dann eingestellt. Soweit verständlich. Die Zündung würde etwa so auf, ist es Maximum, was er hat, so 35 Grad VOT, 36 Grad VOT müsste es sein, wo er dann zündet. Bei etwa bis 4, also steigend von 8 Grad bis 36 bei 4000 Umdrehungen, danach verweilend bei 36 Grad in etwa. Das ist nicht zu heftig, wenn man mit Super Plus fährt. So, jetzt kommen wir zu meinen krassen Tuning-Tricks, okay?
Und zwar, ich habe hier eine sehr schwache Druckdose verbaut von einem K03 Turbolader. Die öffnet schon bei 0,5 Bar. Das heißt, der Turbolader, also das kann man von Hand mit etwas Kraft betätigen, ja. Und das heißt, der Turbolader baut normalerweise sehr wenig Druck auf. Wie kann man das jetzt umgehen? Ganz einfach, mit einem elektrischen Ladedruckregler natürlich, ist das Beste, kostet ein Schweine viel Geld. Man kann aber auch zum Beispiel sich ein sogenanntes Bleed Valve einbauen. Das sitzt dann in der Leitung zur Druckdose. Hier. Ja, da sitzt es normalerweise dann drin. Und dieses Bleed Valve gibt einfach ein bisschen Druck raus zu einem Druck, der Richtung Druckdose gelangt, dass die Druckdose später aufmacht, dass der Druck steigt im Turbolader. Und wer zu faul dafür ist, sowas zu machen, der nimmt einfach eine Nadel von seiner Großmutter, so eine kleine Nadel zum Nähen und sticht sich hier ein paar Löcherchen rein. Ja? So könnt ihr den Ladedruck pro 2-3 Stiche um 0,1 Bar erhöhen. Ja? Also Pfusch auf übelstem Niveau, funktioniert aber genial geil, lässt sich so geiler einstellen als alles andere. Allerdings habt ihr dann den großen Nachteil, ja, dass ihr dann einen neuen Schlauch braucht, wenn ihr zu viel Ladedruck gefahren habt. So, dann an dieser wunderschönen Schweißnaht, die mir auch wieder der Andreas Meyer gemacht hat, Aluminium geschweißt, sitzt das Blow-Off-Ventil, beziehungsweise Schubumluftventil, ist ein Schubumluftventil von Audi verbaut. Das wird Unterdruck gesteuert, hier über diese Leitung. Und die Leitung geht dann über den Unterdruck hier rein in die Ansaugbrücke. Der Unterdruck wird immer unterhalb von der Drosselklappe gezogen, nie oberhalb von der Drosselklappe. Aber man kann den Ladedruck oberhalb der Drosselklappe messen, hier. So, ich habe den Ladedruck, nehme ich jetzt von oberhalb der Drosselklappe ab. Das heißt, es zeigt mir nie den Unterdruck an beim Ladedruckregler, bei der Ladedruckanzeige, sondern immer nur den Überdruck. Würde ich jetzt diesen Schlauch anschließen unter der Drosselklappe, würde es mir zusätzlich noch den Unterdruck anzeigen, der im System herrscht. Brauche ich aber nicht. Für was denn auch? Ja? Genau, was gibt es sonst noch hier dazu zu erzählen? Ja, hier habe ich noch zusätzlich einen Verschluss, falls ich mal noch irgendwie Ladedruck so aus dem Motorraum abnehmen muss. Ja, das war so im Endeffekt vom ganzen Turbo-Umbau. Schöne Leitung, ein schöner Ladeluftkühler. Das ganze Ding leistet, je nachdem, mit wie viel Ladedruck man es fährt, zwischen 188 PS ohne Ladedruckregelung. Also ganz skrupellos direkt mit der offenen Druckdose vom K03, 188 PS bis 300. Ja? Wenn man also den Ladedruck etwas erhöht, mechanisch mit einem Ladedruckregler. Ja? Funktioniert ganz gut. Man kann auch einfach mal den Ladedruckschlauch hier abziehen, ja? Und dann pustet sich das Ding auf bis 2 Bars, fliegt euch fast um die Ohren. Das Ding leistet knappe 350 PS. Das Getriebe zerfickt, die Kupplung möchte nicht mehr. Die Räder rauchen ab bis zum vierten Gang. Alles schon gehabt. Aber ich möchte dem Motor ja nicht zu viel zumuten. Und soll ja auch noch ein bisschen fahrbar bleiben. So, genau, das war so im Prinzip von meinem Fahrzeug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir ein Fahrzeug bei Racing Fun TV präsentieren. Vielen Dank für eure Unterstützung, Get Charged, Andreas Meyer und HRT für diese wunderschönen Samco-Schläuche. Auch noch einige andere, Eigenwerbung auch gerne erwünscht, hier racingfuntv.de. Einfache Turbo-Umbauten mache ich vielleicht auch mal hier oder da, einfach mal anfragen. Ich kann euch bestimmt einige Fragen beantworten oder in die Kommentare schreiben. Ja, genau, das war's so im Großen und Ganzen. Viel Spaß fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.